Jimmy. Oh, God. I'm Dr. Vos. Oh. I'm just here to have a little chat, okay? Thank you, Jimmy. I won't be long. Is anyone there? Is someone there? Hello? Is someone there? Is someone there? Hello? What's your name? Dr. Vos. Dr. Vos? I'm a clinical psychiatrist. Uh-huh. I saw a man knocking on a door, telling Jimmy he was there to help. Who was it? It was me. I got a call from Rose, Jimmy's mother. She wanted me to talk to Jimmy, find out what was bothering him. But Harvey was worried about Jimmy's mind and the things he was imagining. Okay. Where did the bottle of diazepam come from? It can help treat impulsive behavior. Also von ihm. Bei manchen Leuten. Er gehört schon alles. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have something to do with what you said about the diazepam? I don't know. Was? Ich hätte gedacht, dass... War das jetzt von von Amy nicht, oder? Amy hatte das Terpentin-Feuerzeug. Geldbörse. Why is there a blood-stained cloth in one of the drawers? It was mine. I kept it in case I needed it as evidence. Okay. Okay. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have something to do with the blood-stained cloth? Oh, come on, ey. Ich weiß es nicht. Oh, da ist das Schwert. Oh, wollte er mit dem Schwert zack? Who does the sword belong to? Wem gehört das Schwert? I saw Jimmy playing with it. I thought it was dangerous. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms? They were probably from the bar. Kann sein. Das brauche ich nicht. Who did the wedding ring belong to? I don't know. Okay, das weiß er nicht. What was the coil of wire used for? Emil meinte schon, er trägt die immer. It belonged to Jimmy. He always kept it in his pocket. He didn't tell me what he used it for. Naja, wozu braucht man eine Drahtspule? Jemanden zu fesseln. I saw some suitcases in a chest. Who did they belong to? I don't know. Ich weiß auch nicht. Who did Charles' purse belong to? Könnte ich mir eigentlich sparen, weil es Amy ist. Okay. Kochmütze. Brauche ich hier auch nicht freuen, glaube ich. Terpentin. Who drew those violent pictures? Jimmy. He used to draw them. Okay, Jimmy selber hat's gezeichnet. I found some trophies. Who won them?
Ich weiß es nicht. Where did the wooden paddle come from? Wo kam das hölzerne Ruder her? Mann, das ist ein Holzpaddel! Jimmy hat's gefunden. Ja, ist klar. Als ob Why is there an old heater marked dangerous? Ich stelle Fragen. Alter, das ist so. Warum ist da neue so mit der Aufschrift gefährlich? Was kann ich jetzt dazu tun? Soll ich da fragen? When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, so sagt es, does that have anything to do with what you said about the sword? Okay, ich brauche auf jeden Fall das Bild und dann mache ich das mit. Obwohl das mit den Flaschen, bringt das was? Das Schwert hat nichts gebracht. Hat es jetzt das blutverschmierte Ding? When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Ich verliere ihn gleich, ich weiß es. Hatte ich das jetzt? Ich bin mal unsicher, ich nehme es jetzt. Ist diese verbunden? Ah, ich habe das schon verbunden. Ah, das ist ja praktisch. Warte mal. When you said Harvey was worried about Jimmy's mind, does that have anything to do with what you said about those violent pictures? Macht Sinn. Yes, they suggested a turbulent personality, but I wasn't particularly concerned until I started to realize how far his imagination went. Oh nein, nicht das. Oh nee. Jetzt muss ich wieder ins erste Erdgeschoss. Kann es sein, dass ich da noch noch gar nicht fertig bin mit der Amy? Die wird mir nämlich auch noch angezeigt. Oh nein. Oh Mann, hau doch ab, Jimmy. Geh mir nicht auf den Pimmel. Geh. Aber geh weg. Ja, ich töte dich auch gleich. Da kommt er. Ich höre seine Schritte. Na komm. Komm rein. Und verzieh dich danach. Ich muss weiter. Das erste Erdgeschoss. Na komm. Oh, jetzt komm endlich rein oder bleib draußen, ist mir egal. Ach fuck, Alter, der ist doch hier in der Nähe. Hübsche Tapete.
nur ein bisschen altgebacken. Okay, wir rennen raus und dann ganz schnell zum Fahrstuhl. Oh ja, geil. Wie ich in die Sackgasse. Komm. Who's there? Oh, echt? Hello? I'm telling you, Jimmy, you can't do that. You're home. Is it Amy? Yeah, I'm Amy. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? I was trying to find a doctor, but Jimmy threatened me and made me stay. Bedrohte dich? I saw a man knocking on a door. Telling Jimmy he was there to help. Who was it? I don't know. Why is there an old heater marked dangerous? I don't know. Nee, ich wollte. Achso, zum Paaren. Ja. Nee, Hat er gemeint, er bedroht sich? When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay. Does that have anything to do with what you said about the sword? Gott, ey. Gottes Willen. Thank you.
412. Oh Gott. Und was ist mit dem Doktor? Dr. Bowsy! Sieht man halt gar nichts. Doch. Das ist der Lagerraum. Ah, fuck, Alter, wo war der? Auch hier im ersten Stock, das weiß ich aber. Wo bin ich? 100. Oh, 102, Alter. Oh. Das war der falsche, okay. Raus hier. Warum? Hier ist der Geldbeutel. Das war der Alkohol. Ist es Amy? I saw you drinking something. You didn't seem to like it. What was it? Du weißt es nicht. The boy told me it was medicine. It tasted horrible. Amy, ich glaube, das war kein Medizin, das war... When you said the medicine tasted horrible, does that have anything to do with what you said about the whiskey bottles? Das Treppenhaus. Ups. Okay, er kommt doch. Oh Mann, ich habe mich so gefreut. Ja, er ist nach oben. Uhu. Nee, Arschlecken. Oh Mann. Ey, das ist aber echt cool, das Spiel. Konnte das auch speichern, oder? Aber ich muss um 19 Uhr erstmal Pause machen. Ein bisschen Kopf frei kriegen danach. Ja. Ich komme zu dir. Nee, bleib weg, bitte. Ich rieche nicht gut. Ich war eine Woche gar nicht duschen. Ich mal das Saldin auf. Er kommt. Komm schon. Vor allem wollte ich gerade das magische Ding. Aber es war das Treppenhaus, bin ich der Meinung. Aber er hat sie da nicht runtergeschickt. Alter, das wäre echt krank.
Ja, er hat ein paar Menschen auf dem Gewissen. Ein Mordmotel. Passiert nichts, oder? Also jedes Teil kann ich kurz benutzen. Ja, und erst beim Lagerhaus. Kann ich das überspringen? Also ich versuche jetzt erstmal vielleicht den Lagerraum noch mal schnell zu finden. Maya. Das Wochenende hast du dir auch anders vorgestellt. Holy shit, holy shit. Gar nicht, kann das sein? Ich habe jetzt auch keinen Bock, den ganzen Tag im Wandschrank zu eiern. Wo kam die Stimme jetzt? Von links oder rechts? Ach, ich bin da so. Nein! Nein! Nein, das ist der falsche Lagerraum, das ist der dunkle. Das ist der Darkroom. Gott, jetzt komm, ich will noch mal ein bisschen weiterkommen, bevor ich jetzt hier. Oh, Alter. Kam ich die letzten Minuten in den Schränken herum. Schade, man hört leider nicht so wirklich raus, ob das jetzt von links oder rechts kommt. Komm, weiter.
mich hier voll in dieser... Alter, ich muss mir unbedingt mal eine Karte machen. Oh Mann, das ist wieder der falsche Lagerraum. Oh, fick dich, ganz ehrlich. Oh. Du dummer Spaß, du. War doch der hier. Ach Gott sei Dank. Oha, war das Zeichen da an der Wand auch vorher schon? Ist jemand da? Hey, hier muss doch irgendwas passieren. Gott! Oh, es ist ekelhaft. Ah. Oh. Jetzt weiß ich wenigstens, wofür er den Draht benutzt hat. Oh nein, das arme Kind. Is it Dr. Bose? Aha, oder wie hieß sie? Yes, I'm Dr. Bose. Ja, ich bin Dr. Bose und ich bin ein Psychiater. I saw you holding up a dead animal on a wire. What did happen? Das war passiert. Jimmy was collecting small birds. Oh, Alter. I realized he needed to work on his empathy skills. So I asked him to think of something nice he could do for me. I was surprised. He came up with an idea right away. Alter. Ich würde ihn mit dem Draht selber antun, wie er mit den kleinen Tieren. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, is that connected to what you said about the coil of wire? Was? Alter, ich hätte gedacht Drahtspule oder... Ah, okay. Warte mal. Ah ne, warte mal. Vielleicht wollte er ihm das anboten, dass er ihm das gibt. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with what you said about the diazepam? Okay. Doch nicht. Was für eine Idee könnte er denn haben? Scheiße, Mann, ich sollte mir auch aufschreiben, was ich schon benutzt habe und was nicht. Also das blutbefleckte Tuch war von ihm, hat er selbst gesagt. Ich muss mir echt nach dem Video erstmal aufschreiben, was ich habe. Hatte Hochzeitstermin passt nicht, Drahtspule jetzt auch nicht. Eine Idee. Was hätte er für eine Idee haben können? Sadistische sexuelle Auslähmungen mit einem Holzpaddel? Ich weiß es nicht.
When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, does that have something to do with the blood-stained cloth? Scheiße, Alter, wenn das so weit geht, muss ich nochmal raus aus dem Raum. Nee, das hat. Hä, hatte ich das? Ah, ich kann es trotzdem noch hinzufügen. Lol. Nee, dann hatte ich das. Oder? Ja, doch. Oh nein, Alter, nee. Oh, bitte nicht. Die Vorstellung. Who did the chef's hat belong to? Jimmy found it and put it on. Oh nee, Alter. Wenn das jetzt stimmt, dann. Oh, hey, ihr seid krank. Ganz ehrlich. Oh nee, Alter, ich will's gar nicht wissen. Oh, wenn das stimmt. When you said Jimmy came up with an idea to do something nice for you, is that connected to what you said about the chef's hat? Yes. Oh, du bist so ekelhaft, Dr. Booth. Oh, Jimmy, oh. Ihr Schweine. Oh, ist das ekelhaft. Ich hab mir das so gedacht, so fuck, Alter, nein, hör auf, nicht die Tier, nicht die Tier. Wie kann man das Spiel speichern? Aktuelles Spiel gespeichert. Geil. Oh, geil. Ja, ich brauch erstmal Pause in dem Spiel. Puh, Alter, es ist krank, das Spiel. Es macht aber auch Spaß.